Trainer Antonio Conte warnte seine Chelsea-Profis vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona. Wir müssen uns darauf einstellen, zu leiden, genauso wie wir im Hinspiel gelitten haben, sagte Conte vor dem Achtelfinalrückspiel des englischen Meisters im Camp Nou. Ich glaube, da waren wir fast perfekt, sagte der Chelsea-Coach weiter. Aber eben nur fast. Und nach dem 1:1, 0:0, vor 3 Wochen in London, geht Barça am Mittwoch als Favorit in Partie. Der spanische Tabellenführer setzt auch auf den Heimvorteil. Die Londoner Stamford Bridge liegt Barça bekanntlich nicht. Nur einmal konnten Katalanen in dem Stadion gewinnen. Im Camp Nou sieht Bilanz allerdings gar nicht so viel besser aus. Dort verbuchte der FC Barcelona in 6 Champions-League-Duellen gegen Chelsea 2 Siege, letztmals im Achtelfinale der Saison 2004, 0-5 und 4 Unentschieden. Mit den Blues tun sich Blaugrana ohnehin traditionell schwer. Chelsea ohne Personalsorgen, doch ein Achtelfinal aus ist für den FC Barcelona kaum denkbar. Für den Spitzenreiter der spanischen Liga geht es um viel, vor allem um internationales Prestige, Geld und seine Kontinuität in Europa, wie Zeitung La Vanguardia betonte. Für Chelsea wäre es vor dem FA Cup-Viertelfinale am Samstag eine Gelegenheit, enttäuschende Saison aufzuwerten. In der Liga sind Blues derzeit nur Fünfter und müssen um den erneuten Einzug in Champions League zittern. Conte kündigte an, seine Spieler in Verantwortung zu nehmen. Natürlich wähle ich in jedem Spiel Startelf, sagte er. Aber bei so einem Spiel ist es noch wichtiger, Spieler voll einzubeziehen. Der zuletzt angeschlagene deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger steht wohl vor einem Comeback. Auch sonst kann Conte voraussichtlich auf alle Leistungsträger zurückgreifen. Startelfansatz für Dembele? Bei Barça hat der frühere Dortmunder Ousmane Dembele, dessen Formkurve nach oben zeigt, gute Chancen auf einen Einsatz. Coach Ernesto Valverde muss außerdem entscheiden, ob er den leicht angeschlagenen Kapitän Andrés Iniesta oder den Portugiesen André Gomes im Mittelfeld auflaufen lässt. Iniesta hat nach seiner Oberschenkelblessur wieder mit dem Team trainiert, für spanische Men ein Indiz, dass der Stratege gegen Chelsea dabei ist. Iniesta hatte im Hinspiel das wichtige Ausgleichstor für Lionel Messi vorbereitet, der einen vermeintlichen Fluch beendete und im 9. Anlauf endlich gegen Chelsea traf. Die Blues stehen damit unter dem Druck, im Camp nur mindestens ein Tor erzielen zu müssen. Hingegen würde Barça schon ein 0:0 zum Weiterkommen reichen. Doch das haben Messi und Co. sicher nicht im Sinn. Nachdem der Superstar am Samstag in der Liga pausierte, weil er zum 3. Mal Vater wurde, will er am Mittwoch nachlegen. Sollte ihm das tatsächlich gelingen, könnte Messi den Treffer gleich seinem neugeborenen Sohn Ciro widmen.